Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Mein Name René, vor der Kamera und hinterm Mikrofon hier. Das hier ist die Kamera, das hier ist das Mikrofon. Und hier sind wir in einem neuen Spiel, welches ich bis jetzt noch nicht wirklich so... Naja, ich sag's ehrlich, ich gebe es zu. Ich habe bereits in dieses Spiel reingeluckt und reingeschaut. Ihr seht jetzt hier mal Fullscreen, ohne meine Wenigkeit, den Startbildschirm von Project Highrise. Und die Cam kommt jetzt wieder dazu. Hallo nochmals. Ja, ich habe hier schon ein bisschen mal reingeschaut, was man machen kann, wie man was machen kann, worum es eigentlich in diesem Spiel geht. Die Grundbegriffe, die habe ich vorher schon gewusst. Jetzt gibt es hier meiner Meinung nach, beziehungsweise, ja, jetzt starte ich hier mal so richtig ein schönes Let's Play mit euch. Dafür gehen wir hier mal auf neues Spiel. Die erste Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, ist, auf welcher Spielstufe spielen wir. Wir hätten hier zur Auswahl den Subunternehmer, den Ingenieur, den Architekt oder den Bauunternehmer. Folgende Situation. Subunternehmer hat das meiste Geld bei 20.000. Der Ingenieur hat bei 10.000. Und alles, was darunter ist, geht noch weniger. Beim Bauunternehmer muss man ein Darlehen aufnehmen, weil sonst schafft man das überhaupt nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir spielen es auf dem Ingenieur mit 10.000 als Startkapital. Aber dafür wählen wir eine größere Grundstücksgröße. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass es einige Gebäudeteile gibt, die, wie soll man da sagen, ne? Bei denen man unbedingt mehr machen muss, also breiter bauen muss, höher bauen muss. Und das ist das extra große Grundstück, eventuell sogar besser. Zur Not können wir später ja mal ein anderes Grundstück ausprobieren. So. Wir gehen das Ganze starten und das Erste, was wir machen, ist einmal in die Pause gehen. Wir schauen uns die jetzige, die neue, unsere Anfangsherausforderungssituation einmal an. Wir haben hier ein klitzekleines Gebäudchen stehen und hier ist ein Technikbüro, ein Baukonstruktionsbüro. Mit einem Stiegenaufgang und unserem ersten Stromzähler, unserem ersten Stromtransformator. Mit dem ersten Kabelschacht auch schon bereits eingelegt. So, und wenn wir da rauszoomen, so groß können wir hier bauen. Ne? So breit können wir uns ausweiten. Ausweiten, ja, ausweiten. Mit Armen, mit offenen Armen und so, ne? Ja. Unser Wolkenkratzer kann im Moment, wenn ich hier das einmal einblende, bis zu 39 Stockwerke hoch werden. Im Moment sind wir irgendwo beim Erdgeschoss. Was auch ganz günstig ist, hier ist ungefähr Etage 15,
wenn ich mir hier jetzt mal, ich werde mal wahrscheinlich die Kamera in der Mitte platziert haben. Wenn ich hier auf den Ausblick rauf gehe, sehen wir natürlich noch nichts. Aber Ausblick gibt's dann da oben. So, die Zufriedenheit werden wir dann später brauchen, wenn ich es nachkontrollieren möchte. Gehen wir mal runter auf unser Gebäude. So, hier haben wir unser Gebäude. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt überhaupt Geld in die Kasse? Wir haben 10.000 Dollar am Start. Und ja, in die Kasse kommt nur Geld, wenn wir richtig bauen. Ich weiß ja eins, ich brauche hier ein Stockwerk hoch. Ich muss ja das Stockwerk hochziehen. Also werde ich hier mal eine Treppe sicherheitshalber einbauen. Und gleichzeitig noch 1, 2, 3, 4. Wir mal gleich mal erweitern gehen. Ne? Weil da brauche ich dann ein Restaurant. Ein Schnellrestaurant. Ja, währenddessen werde ich da mal starten. Ich gehe hier auf die Büroabteilung. Momentan kann ich nur kleine Büros einsetzen, welche ich mit 3 Büros machen werde. Was ich dann hier auch noch mit einplanen werde und auch gleich mit anbauen werde, ist hier dann der sogenannte Wasseranschluss. So, wir gehen ja mal auf die normale Spielgeschwindigkeit runter. Das ist das hier. Hier habe ich das Pausenmenü. Normale Spielgeschwindigkeit und die schnelle. Dann gehen wir hier auf Restaurants und Cafés. Platzieren wir hier ein Restaurant rein. Das kostet uns alles 0 Euro. Die Zuweisung der Flächen. Dann klicke ich mal aufs Restaurant selbst. Und sehe, Cafés benötigen etwas. Cafés kann ich nicht einbauen. Cafés benötigen nämlich einen Stern ansehen. Ja, die Sterne, die sind hier. Die kommen hier durch. Zum Beispiel durch eine Belegschaft von 2. Kriege ich 0 Sterne. Ich habe eine Belegschaft von 2. Die nächsten Sterne, den nächsten Stern bekomme ich hier mit 20 Mann Belegschaft. Mhm. Belegschaft habe ich dann hier stehen. Und hier unten habe ich dann noch die Besucher stehen. Wie viele Besucher hier mein Gebäude besuchen täglich. Das ist dann unter anderem dann deswegen notwendig, wenn ich hier auch Shopping Center mit eingebaut habe und so, weil das zieht auch Besucher an. Ja, ich bekomme hier auch Besucher. So, wir wollen aber ein Restaurant mal hier eröffnen. Oh, da haben wir 3 verschiedene Mieter zur Auswahl. Da hätten wir einen Sandwichladen, der Mittagessen anbietet. Ganz gut für unsere Büroleute. Ebenfalls einen Sandwichladen, der Mittagessen anbietet und ein vorgefertigtes Fastfood für Mittagessen. Und die brauchen alle auch irgendwas. Die haben zum Beispiel Baukosten 125 Dollar. Dann brauchen die Stromanschluss. Und die mögen Bereiche mit viel Verkehr. Also genau da, wo sie am meisten die Leute rein und rausgehen. Also direkt am Anfang. Ne? Ja, ich würde mich entscheiden dafür. Dann lege ich hier noch die Ströme. Da habe ich hier alles. Hier kann ich mir die Stromleitungen hinüberziehen. So, dann gehe ich hier auf das erste Büro. Die ersten Büros werde ich vermieten an die Versicherungsmakler und Versicherungstreibenden. Denn einen Schluck Kaffee. Denn die brauchen alle zum einen nur Stromanschluss und höchstens einen Kopierservice, eventuell auch noch einen Kurierservice, den ich unterhalb im Keller, also im Keller unten drunter einbauen muss. Ne? So, setze ich mir da einen Versicherungsservice rein, dann
fällt mir gerade ein, ich brauche da unten ja auch. Noch. Da unten brauche ich ja auch noch. Meine schönen hier, so. Damit die Leute auch ins Untergeschoss reinkommen. Denn die brauchen natürlicherweise Platz, die Versicherungssachen, also diese Dienstsachen. Ne? Hier habe ich hier die Verteilerkästen. Hier setzen wir einen Stromverteilerkasten unten rein. Ziehen das Stromkabel durch. Und dann gehen wir das Ganze beschleunigen. So, KW ist gefertigt. Büro ist fertig, das erste. Die gehen natürlich jetzt hier unten arbeiten. Die lasse ich hier unten einmal arbeiten. So. Kaffeesüchtig, ne? Könnte ich auch mal eine Geschichte erzählen. So, das hier ist unsere erste Tageszusammenfassung, ne? Ja, gestern hatten wir noch keine Einnahmen, null. Und nur Ausgaben. Dafür haben wir jetzt schon $185 eingenommen, haben aber ein Minus von $115 pro Tag. Unser erstes Ziel ist eine tägliche Miete von $1.000 zu erreichen. Das heißt, wir werden da jetzt einmal weitere Versicherungsbüros reinbringen, die gerade nur das Allernötigste benötigen, ne, das Wenigste. Ne. Die haben alle eben nur den Kopierservice. Dann gehe ich da drauf. Hier gibt es die ganzen Dienstleister für die Büros. Und da suche ich mir den Kopierservice raus, den ich mir hierher verpflanze. Und dann geht man auf die schnelle Spur wieder. Wir schauen einmal kurz nach. Wir werden diesen einen Tag dann abwarten. Wir lassen mal noch vorspulen. Wir warten jetzt diesen einen Tag ab. Mal schauen, was er bringt. Und bei der nächsten Abrechnung würde ich sagen, beenden wir diese heutige erste Folge von Project Highrise. Ja, wenn euch dieses Video in der Zwischenzeit schon mal gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Eure Kommentare, eure Meinungen, alles Nötige bitte unten in die Kommentarbox. Ja, und wie man sieht, hier ist schon einiges los. Ne? Da steht der Verkäufer schon da, da sind die Mitarbeiter da drinnen, die gehen Mittagessen gerade, ja, es ist auch 12. Die Kopierservice-Leute, die laufen rauf und runter, laufen rauf und runter, ne? Kopieren für Jana, für die Büroleute da oben, für die Versicherungsangestellten in diesem Falle. Ja, und unsere zwei Bauarbeiter, ja, die machen sich erstmal gemütlich und wir haben eine Belegschaft von 10. So, es kehrt Ruhe ein in das Gebäude. Die Mitarbeiter gehen alle schön brav nach Hause, legen sich ins Bett, die schlafen. Apropos Bett, wir können hier dann später auch noch Apartments bauen. Wie ich mir das Ganze hier so vorstelle, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bleibt dran, seid gespannt. Seid gespannt, was es dazu alles geben wird. Das hier ist unser Menü. Das, was wir sehen wollten. Ich sage danke fürs Zusehen. Wünsche einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Alles Mögliche, was es gibt. Und verabschiede mich.
Bye bye, tschüss, servus. Aber ich glaube in Deutschland dann wieder nur 80.